Hallo, ich bin Düster Dreuen, denn Düster Dreuen wird auch das Video heute. Es ist aber viel zu heiß dafür. Oh, ich glaube, ich muss den Mantel ablegen. Hallo, hier ist Movie Seeker. Und Mrs. Movie Seeker. Heute gucken wir uns an die Netflix-Verfilmung des Comics The Sandman von Neil Gaiman. Los geht's. Eigentlich wollten wir dieses Video oben im Filmraum drehen, aber da ist es wie in der Sauna. Deswegen haben wir uns hier hingesetzt. Hier ist es nicht viel kühler, aber ein kleines bisschen. Und wir haben das Fenster auf, also hört ihr vielleicht sogar nachher nochmal meinen Nachbarn brüllen. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns heute etwas näher einen Stoff an, der mich schon seit den 90ern begleitet. Um genau zu sein, ist der erste Band der Comicserie, auf der die Netflix-Verfilmung The Sandman, die wir heute besprechen, beruht, im Jahr 1995 erschienen. Das ist dieser Band hier, Preludes and Nocturne. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, das ist die englische Ausgabe, nicht wundern. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum ich nur ein Band in die Kamera halte. Das liegt daran, dass ich die Comicbände tatsächlich selbst nie besessen habe. Ich habe sie von einem Freund damals geliehen in den 90ern, war davon sehr angetan, war davon sehr begeistert und habe jetzt vor kurzem erst mit dem ersten Band wieder neu angeschafft, weil ich wusste, die Verfilmung kommt und ich wollte mich wieder ein bisschen auffrischen. Die Verfilmung, die auf Netflix läuft und momentan mit einer 10-episodigen Staffel um die Ecke kommt, die alle so zwischen 45 und 55 Minuten gehen. Eine war kürzer. Eine war nur 37 Minuten, die andere waren immer fast knapp eine Stunde, genau. Diese Serie verfilmt tatsächlich den ersten Band, den ich hier in der Hand halte, Preludes and Nocturnes, aber auch den zweiten Band, The Doll's House, den ich jetzt nicht hier habe, aber noch so halbwegs in Erinnerung habe. Und das ist der Grund, warum ich mich sehr geehrt fühle, dass Mrs. Movie Seeker heute bei mir ist. Wir haben uns nämlich gedacht, ich muss schon mal gleich nachfragen, das ist ein DC-Comic, ne? Ja, das ist ein DC-Comic, sieht man tatsächlich auch hier unten. Okay. Und im Gegensatz zur Serie, aber dazu kommen wir gleich nochmal drauf, gibt es in diesem Band sehr viele kleine Cameo-Auftritte von bekannten DC-Größen, so Martian Manhunter, John Constantine und solche Leute. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, das Ding ist nämlich das, ich sitze deswegen hier, weil ich einen anderen Blick auf die Serie habe, denn ich habe die Comics niemals gelesen. Ich habe jahrelang davon gehört, irgendwie bin ich aber nie dazu gekommen, sie zu lesen. Ich lese auch gerne Comics, aber das habe ich tatsächlich, ich weiß nicht wieso, nie zu lesen gekriegt. Ja. Und deswegen habe ich vielleicht ein bisschen anderen Blick auf die Serie als der Movie Seeker. Genau, und deswegen bin ich sehr froh, dass es Miss Movie Seeker heute das Video bereichert. Denn wir haben tatsächlich jetzt mich hier als Fan der Comics, der jetzt sich die Serie von dem Standpunkt ausguckt. Und wir haben Mrs. Movie Seeker als komplette Newcomerin, die von dem Stoff zwar schon mal gehört, aber nie was davon gelesen hat, die jetzt quasi ganz frisch an die Serie rangeht. Und ich finde sowas immer sehr interessant, diese Standpunkte dann zu vergleichen. Wir haben die Serie in zwei Abenden durchgebinged. War teilweise ganz schön anstrengend. Ich wollte auch gerade sagen, ich weiß gleich am Anfang nicht, ob das eigentlich empfehlenswert ist. Ich glaube nicht. Weil es doch sehr viel so auf einmal ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch teilweise sehr lang gestreckt. Also vielleicht sollte man das doch in kleinere Dosen sich ansehen. Aber ich denke, auf jeden Fall sollten wir nochmal sagen, dass das hier ein Spoiler-Video ist. Also wir werden inhaltlich über die also Serie reden. Also ich werde es in die Betreffzeile des Videos schreiben, aber wir haben wirklich den Wunsch, etwas detaillierter auf unsere Seherfahrung einzugehen. Und das können wir wirklich nur dann tun, wenn wir spoilern. Also alle, die ihr Sandman nicht kennt, schaut euch bitte erst die Staffel an, wenn ihr daran interessiert seid. Und dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr zu diesem Video zurückkehrt und uns und euch euer... ich kriege meine Pronomen durcheinander. Vielleicht liegt es an der Wärme. Und dass ihr euch dann unsere Meinung dazu anschaut. Okay, ich dachte schon, du bist jetzt irgendwie hier am Gendern. Ich bin nicht am Gendern, ich bin am Kauderwelschen, weil ehrlich gesagt, ich schwitze wie ein Tier. Und, aber vielleicht für alle Leute, die das jetzt noch nicht gesehen haben und einfach nur mal eine kurze Einschätzung haben wollen, ob es sich denn überhaupt lohnt, sich das anzusehen. Ja, machen wir einen kleinen Nicht-Spoiler. Machen wir oder? Den jetzt doch mal. Also, lohnt es sich? Diese Adaption von The Sandman ist aus meiner persönlichen Sicht, wenn man die Comics kennt, denn nur so kann ich ja urteilen, eine problematische Adaption. Der Plot ist im Wesentlichen derselbe wie in den Büchern und in der Serie gibt es auch wirklich ganz viel, was man mögen kann. Ohne jetzt zu spoilern, gibt es ganz tolle Schauspielleistungen, das Ganze ist gut besetzt, man hat wirklich auch ein paar Setpieces, ein paar Effekte und ein paar Kulissen, die sind 1:1 aus dem Comic übernommen, die springen von der Comicseite direkt auf den Bildschirm und muss man einfach so sagen, sieht teilweise sogar wirklich grandios aus in einigen Fällen. Also das sind so Bilder, die kann man sich einrahmen und an die Wand hängen, aber ganz toll. In einigen Fällen.
Aber nur in einigen Fällen. Und manchmal haben wir auch sehr günstige, einfache Sets, die so ein bisschen aussehen wie jemandes Hinterhof, was sie wahrscheinlich auch waren. Also da gibt es so ein bisschen Mixback, aber es hat schon ein paar Schauwerte. Der Plot ist im Wesentlichen derselbe. Aber wenn man Kenner der Materie ist, hat man es, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht vielleicht sogar schwerer, insgesamt die Serie komplett zu mögen. Dazu gleich mehr im Spoilerteil. Aber was ich jetzt schon mal im Nicht-Spoilerteil sagen kann, ist, dass ganz, ganz viel geändert wurde. Ich glaube, außerhalb des Plots wurden ganz viele Personen geändert, umbesetzt, Sachen wurden gedreht. Und wenn man aus den Comics kommt und die Charaktere aus den Comics mag und liebt, dann hat man an einiger Stelle schwer zu schlucken. Das muss ich einfach mal so sagen. Ja, ich glaube, es ist durchaus ein Vorteil, die Comics nicht zu kennen, wenn man sich die Serie anguckt. Genau. Weil für mich waren die Personen halt so, wie sie waren. Es wird wohl unheimlich viel gegenderbandet zum Beispiel. Und das ist teilweise etwas schwierig. Es wird gegenderbandet, es wird geracewapped, das Alter wird geändert, es werden Charaktere rausgenommen und ihre Sätze anderen Charakteren gegeben. Das sind natürlich Sachen, die bei Adaptionen immer mal wieder vorkommen. Mhm. Und das ist etwas, was im Grunde jede Buchverfilmung ja für sich irgendwie regeln muss. Was ändern wir? Denn immer muss man was ändern. Und wie gehen wir daran? Mir persönlich war es fast ein bisschen viel, weil wenn ich jetzt so gucke, gibt es nur so 3-4 Charaktere in der gesamten Serie, die genauso geblieben sind wie im Comic. Der Rest ist irgendwie geändert. Mhm. Das war mir persönlich ein bisschen zu viel, zumal, und das muss ich an dieser Stelle auch schon mal vorausschicken, ist für mich nach meiner gefühlten Meinung vielleicht 1 oder 2, also kaum weiße Hetero-Charaktere gibt, die keine Idioten sind. Ja, ja. Das ist eine andere Geschichte. Ist so. Das ist eine andere Geschichte. Ja, sollte man sich's ansehen? Es ist, finde ich, zu interessant, um sich's nicht anzusehen. Aus meiner Sicht, also ich würde nicht davon abraten. Aber wenn man die Comics kennt, muss man sich warm anziehen. Da muss man so ein bisschen... bei dem Wetter auch noch warm anziehen? Ja. Mental. Es reicht, wenn man sich einen mentalen Wollschal überstülpt. Okay. Und wenn man das macht, dann muss einem klar sein, dass das in der Vorlage sehr viele Änderungen erfahren hat. Trotzdem gibt es viele Dinge zu mögen. Wenn man die Vorlage nicht kennt, glaube ich sogar, dass man mit dieser Serie richtig glücklich werden kann. Ja, war ich aber nicht. Tut mir leid. Mann, also, schon, Sie nicht. Nein, als Fantasy-Fan würde ich sagen, die Serie hat Ansätze, die total interessant sind, aber es zog sich teilweise wie Kaugummi und ich muss leider sagen, dass ich auch einiges für meinen Geschmack zu soapig fand. An einer Stelle wäre ich gerne ausgestiegen aus der Serie, weil ich einfach keinen Spaß mehr hatte daran. Und dann kommt eine total geniale Folge, die man sich unbedingt anschauen sollte. Aber ich denke, für den Nicht-Spoiler-Teil reicht ja das jetzt. Ich glaube, ihr wisst, wohin wir gehen. Man kann es gucken. Es gibt einige Sachen, die uns nicht so gefallen haben. Wenn man das Material kennt, muss man vorsichtig sein. Ich glaube, aber jetzt kommen wir mal zum Spoiler-Teil, um etwas detaillierter zu werden. Also hier jetzt Spoiler. So, los geht's. Spoiler-Teil. Zunächst einmal. Ich muss vorausschicken, weil ich ja quasi jetzt den Comic-Kenner vertrete, dass ich zwar Gelegenheit hatte, vor kurzem den ersten Band nochmal wieder schön aufzufrischen, deswegen kann ich hier drüber tatsächlich einiges erzählen, was ich im Gegensatz zur Serie so oder so fand. Muss aber sagen, dass ich mir die anderen Setman-Bände noch nicht wieder angeschafft habe. Ich habe das vor, ich habe auch vor, die aufzufrischen. Ich muss alle aber dazu sagen, dass ich die Sandman-Bände das letzte Mal, glaube ich, Anfang der 2000er gelesen habe. Also es ist schon bummelige 20 Jahre her, mein Junge. Und ich habe nicht mehr alles so hundertprozentig gut in Erinnerung, was über den ersten Band hinausgeht, aber über die Hälfte der ersten Staffel ist ja auch der erste Band und dann kommt die Geschichte von The Doll's House, also insofern glaube ich, kann ich hierzu noch einiges sagen. Sollte es eine zweite Staffel geben, muss ich sehen, dass ich bis dahin wieder auffrische. Aber eine zweite Staffel würden wir uns auch durchaus ansehen, ne? Aber es ist halt eben so, es hinterlässt einen nicht mit dem Gefühl totaler Begeisterung. Also wir gucken ja relativ viel Filme und Serien, wo wir dann auch sagen, okay, das war jetzt okay, kann man sich angucken. Und einige Sachen begeistern einen richtig. Nach dem, was ich mir jahrelang über diesen Comic angehört habe, von einem Freund, der kultischer Verehrer davon ist. Der mir damals die Comics ausgeliehen hat. Muss ich sagen, fand ich es dann, ja, okay, aber jetzt nicht so groß. Also ich hatte an anderen Sachen, die wir in letzter Zeit geschaut haben, dann mehr Spaß. Also zum Beispiel so Umbrella Academy Staffel 3 hatte Schwung, ne? Fand ich auch sehr, sehr gut. Verliert zwischendurch immer mal den Ball, aber das Interessante an der Serie ist, dass es hat sehr, sehr gute Ansätze. Gerade auch diese Bilder. Ich glaube auch, dass ich auch als Nichtkenner des Comics sagen kann, welche Bilder tatsächlich so aus dem Comic entnommen sind. Weil es gibt Einstellungen, die so fantastisch sind und so traumhaft, dass man
wirklich sich fragt, wow, sieht das so aus im Comic und das ist interessant. Also zum Beispiel der Anfang, wir sind ja jetzt im Spoilerteil, der Anfang, wo Sandman von einem britischen Amateurmagier namens Roderick Burgess beschworen wird, das sieht tatsächlich so ähnlich aus wie hier. Man hat Roderick Burgess besetzt die Hitze. Na hier, Game of Thrones. Der immer Schwierigkeiten mit seinen Söhnen hat. Ich weiß. Charles Dance, ja. Entschuldigung, mein Fehler. Und hier sieht man Roderick Burgess auf den Seiten des Comics. Also er sieht nicht unbedingt so aus, aber er macht das natürlich gut. Der Comic wurde übrigens gezeichnet von Sam Keith und Mike Dringenberg und von Neil Gaiman halt, dem großen Neil Gaiman, getextet, der auch mit dieser Serie in Verbindung stand. Man muss aber fairerweise sagen, dass Neil Gaiman weder die Regie übernommen noch die Drehbücher für diese Serie geschrieben hat. Ganz im Gegensatz zu der Amazon Prime-Serie Good Omens, wo ja David Tennant und Michael Sheen mitspielen, die wir großartig fanden, wo Neil Gaiman tatsächlich selbst auch in den Drehbüchern mitgeschrieben hat. Er war also mehr beratende Instanz, er war hier also nicht vorne am Start, was die Drehbücher angeht. Und Entschuldigung, an einigen Stellen, finde ich, merkt man das auch. Denn, jetzt komme ich zu einer Kritik meinerseits. Ich fand, und was du gesagt hast, da unterschreibe ich 100 Pro, einige Bilder sehen großartig aus, sind direkt aus dem Comic entnommen, etc. Ich fand aber, wenn man die Comics so ansieht, also auch wie das so gestaltet ist und so, ich finde, die Gestaltung ist so ein bisschen eckig, kantig. Es ist ein bisschen wild, es ist ein bisschen bizarr, es ist auch ein bisschen surreal und das fehlt mir in der Serie. Darf ich mal ein Beispiel nennen? Also ich war ehrlich gesagt wahnsinnig enttäuscht von der Hölle. Also wir haben, ein großartiges Bild vom Eingangstor, von diesen Menschen, die da praktisch in das Tor eingewachsen sind und sowas, sieht großartig aus. Sieht surreal aus. Das ist übrigens Lucifer Morningstar im Comic. Da. Ja, nee. Sieht so ein bisschen aus wie David Bowie im Comic. Und das hier ist der Eingang zur Hölle, beziehungsweise Lucifers Festung. Schon, ich verdecke dein Gesicht. Und hier sieht man das einmal. Das ist natürlich. Ist also, ja fast dasselbe. Das ist aber ein Paradebeispiel. Die Comics sind wilder, düsterer. Das ist die Serie nicht. Gut, dann kommt so eine Szene, wo der Traum Lord, Dream Lord, wie heißt er im Deutschen? Keine Ahnung, wir haben es auf Englisch gesehen. Er heißt, also in den Comics heißt er Dream, also Traum. Ja. Und ich glaube, so wird im Deutschen auch genannt. Okay. Also wir haben jetzt, ich muss dazu sagen, die Comics sind auf Englisch und wir haben auch die Netflix-Serie in der englischen Fassung gesehen. Englisch, also wundert euch nicht, wenn da so ein paar englische Sachen kommen. Also Dream läuft jetzt praktisch durch die Hölle und die Hölle besteht doch aus sehr viel Nebel. Ja, das ist im Comic natürlich nicht so. Und dann trifft er auf Lucifer. Und Lucifer steht auf einer Plattform und unter dieser Plattform sind sehr viele Dämonen. Aber diese Dämonen, die sieht man nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein Kostenfaktor. Also man sieht sie nicht deutlich, sondern man hat eher das Gefühl, er steht irgendwie auf einer Plattform in Wacken und die machen ein Heavy-Metal-Festival. Ja. Das ist nicht so verrückt oder bizarr, wie es sein könnte, aber ich denke, das ist ein Kostenfaktor gewesen. Ja. Aber da war ich, das war so einer der Punkte, wo ich gedacht habe, das hätte man cooler lösen können. Ja. Das ist dieselbe Szene im Comic mit den Dämonen, die unter Lucifers Festung stehen und dort auf ihren Kampf warten, beziehungsweise warten, was passiert. So sieht das im Comic aus und ich finde, vielleicht liegt das auch daran, es ist eine große Produktion. Ne? Sie haben an ein paar Enden gespart, aber sie haben da schon, Netflix hat da schon ordentlich Geld reingepumpt. Ja. Und sie wollen natürlich ein großes Publikum erreichen. Das Ganze ist für meinen persönlichen Geschmack, da ich ja von den Comics komme, zu glatt gebügelt, zu sehr entschärft. Also es gibt es hat eine 18er-Freigabe. Es hat eine 18er-Freigabe, aber ganz ehrlich, selbst in der Episode 24 Hours, in der John Dee, oh, da müssen wir auch gleich noch mal gehe ich jetzt nicht inhaltlich so großartig drauf ein, aber John Dee wird zum Beispiel im Comic von David Thewlis gespielt, ne? Der Sohn von dieser Frau, die Roderick Burgess kommt, so sieht er im Comic aus. Wow, das ist ein Riesenunterschied, ja. So sieht er im Comic aus. Also David ich weiß nicht, die Zeit ich erkenne David Thewlis da nicht wirklich. Nee, nicht. Und aber was David Thewlis macht das hervorragend. Ja, man sollte vielleicht ganz kurz sagen, der Plot ist, dass Dream, also Traum, nachdem er eingekerkert wurde von dem Magier Roderick Burgess, dem wurden seine Werkzeuge abgenommen, nämlich sein Helm, sein Rubin und sein Beutel mit Sand. Und ein großer Teil der ersten Hälfte der ersten Staffel beschäftigt sich damit, dass er versucht, diese Artefakte wiederzubekommen, nachdem er aus seiner Gefangenschaft entkommen ist. Und ich finde es persönlich
Das ist sehr düster, viszeral und brutal in den Comics, in der Serie nicht so. Und es gibt halt eine Episode, wo dieser John Dee halt an den Rubin rankommt, mit dem Leute manipuliert werden können. Und da gibt es eine Episode, die im Buch total verstörend ist, wo er halt mit dem Rubin ausprobiert, was er den Leuten so alles antun kann in einem Diner für 24 Stunden. Und ich habe im Netz im Vorfeld zu diesem Video einige Stimmen gelesen, die diese Episode in der Serie total toll fanden. Und wenn die Episode in der Serie schon verstörend brutal fanden, das ist nichts dagegen, was hier abgeht. Also da haben sie ein paar Elemente daraus übernommen, aber im Großen und Ganzen ist das hier wesentlich mutiger, wesentlich wilder und wesentlich heftiger. Ihr habt das schon beim Design des Charakters selbst gesehen. Es gilt auch für den ganzen Plot. Und das ist halt mal ein Beispiel, auch an anderen Stellen im Plot, finde ich, wurde in der Netflix-Staffel die ganze Sache entschärft und ein bisschen seiner viszeralen Düsternis, die einen so bei der Stange hielt, ein bisschen beraubt. Wodurch jetzt auch auf mich als Comic-Kenner ein paar Sachen ein bisschen langgezogen, etwas platt werden. Ich hatte das gestört. Also was ich interessant an der Folge finde, ist eigentlich, dass du sagst ja, dass es im Comic so ist, dass er einfach nur praktisch ausprobiert, was kann er mit den Menschen machen, um sie zu manipulieren. Genau. Ich finde es schon gut, ihm eine Message zu geben, so ungefähr. Er will die Welt eigentlich verbessern und versucht dadurch, die Menschheit von ihren Lügen zu befreien. Und die Leute sollen sich praktisch einfach quasi das antun und so, was sie tatsächlich fühlen. Das Problem ist, es geht dann eigentlich nur um Sex. Ja, aber menschliche Abgründe sind doch viel vielfältiger. Ja. Und eigentlich geht es dann nur darum, wer mit wem und irgendwie... Das ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Da hätte man noch ganz andere Dinge mitmachen können. Ja, auf jeden Fall. Wenn hätte man da tatsächlich auch noch ekliger werden können. Da war die Sache mit dem Doppeldecker-Burger noch das Originellste. Ja, ich sage... Wer jetzt die Folge gesehen hat, weiß, was wir machen. Dazu hatte ich andere Ideen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... An alle Horrorfans da draußen, ich bin kein Horrorfilm-Fan im großen Sinne. Und ich bin eigentlich auch eher... ein Schisser, was das angeht. Und ich fand die 18er-Freigabe ungerechtfertigt. Das hätte man ruhig auch ab 16 machen können. Also ich fand es auch nicht schlimm. Ja, durchaus. Ein bisschen also, was mit Augen. Es gibt so ein, zwei härtere Sachen, aber ich finde, das ist, wenn man sieht, was heutzutage schon alles ab 16 ist, hätte das auch eine 16er-Freigabe sein. Ich meine, es ist jetzt nicht spielentscheidend, aber es ist nicht so. Dieser hart. Comic hier ist auf jeden Fall ab 18, wenn man sich das anguckt. Also es ist dermaßen bizarr, dermaßen fies an einigen Stellen. Das nimmt die Serie gar nicht so mit, finde ich. Wobei, ich jetzt wirklich mal sagen muss, ihr kennt meinen Kanal, ich bin alles andere als ein Gorehound. Also für mich ist Brutalität und Blutrünstigkeit nicht nötig, um eine gute Geschichte zu erzählen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bei Sandman bildet das Ganze eine künstlerische Gesamtvision. Also wir haben die Brutalität, wir haben das Bizarre, wir haben das Tempo, was wesentlich höher ist, finde ich, im Comic als in der Serie. Wir haben die einzelnen, wirklich teilweise auch wirklich bizarr gestalteten Charaktere, die in der Serie teilweise aussehen wie Supermodels. Nicht David Thewlis jetzt, aber ein paar andere. Wo ich finde, dass sie da bei der Gestaltung mehr Mut zum Kantigen hatten im Comic. Und das alles fügt sich auch mit der Brutalität, auch mit der Düsternis zu einem... künstlerischen Gesamtbild, das ich in der Serie vermisst habe, muss ich zugeben. Vielleicht bin ich da jetzt auch, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet, aber ich finde, das fehlt mir. Es ist alles ein bisschen glatt gebügelt für meine Begriffe. Ja, aber das ist vielleicht auch gerade der Punkt in dieser einen Folge. Also wie gesagt, sie bringen eine Message da rein und dann eiert das eine Weile rum und dann am Ende ganz viel Brutalität ohne Zusammenhang. Also ich meine, der eine bringt den anderen um, wegen der einen Frau, okay, aber alles andere hat eigentlich damit wenig zu tun. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich war da auch nicht so ganz bei. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch, ihr merkt es, wir haben einige Sachen wirklich gut gefunden. Charles Dance ist super, David Thewlis ist super. Ich muss auch nochmal über Dream reden, über den Darsteller. Ich zeige ein kleines Bild. Auf diesem Bild habt ihr gerade gesehen, wie Dream, der Darsteller, und Dream im Comic aussieht, so nebeneinander. Und ich finde, natürlich ist das nun erstmal ein Unterschied, aber ich finde, dieses ätherisch Elegante, dieses düstere, verträumte, das bringt der Darsteller tatsächlich gut rüber, Tom Sturridge. Das ist eine schwere Rolle, weil im Prinzip besteht da die Gefahr, so ein Edward zu werden, so ein Twilight-Edward. So es gibt tatsächlich eine Bildmontage im Internet, wo sie Tom Sturridge in seinem Dream-Make-up in den Batman-Suit von Robert Pattinson gepackt haben. Also offensichtlich hatte jemand anders auch schon die Assoziation. Nein, nicht wegen Batman, aber einfach so dieses... er ist halt eben
ja, er ist halt eben eine ätherische Figur, er ist ein gut aussehender Mensch, also kein Mensch, eine gut aussehende Entität, der aber einfach auch so ein bisschen wie Du-Traum. Anthropomorphe Personifikation, so viel Zeit muss sein. Wie Du-Traum. Nein, aber so eine Figur ist immer schwer. Ja. So eine Figur ist immer mehr schwer. Das macht er wirklich gut. So eine Figur ist schwer, weil irgendwelche Fanbirds das kaputt machen können. Ja, natürlich. Ja. Aber ich finde, er macht das gut, sie haben ihn gut ausgewählt. Mhm. Ich finde sowieso, die Darsteller sind gut ausgewählt. Also die Qualität des Schauspiels ist mit ein paar Ausnahmen eigentlich ganz so. Oh, jetzt kann ich dich ärgern. Konstantin. Dazu wollte ich jetzt kommen. Ja. Leute, der Elefant im Raum für mich, nicht für andere. Ich habe tatsächlich jetzt im Vorfeld geguckt und wer die Comics kennt und jetzt auch die Serie gesehen hat, weiß, dass in der Serie eine gewisse Joanna Constantine vorkommt, gespielt von Jenna Coleman, die in der, muss ich lügen, zweiten oder dritten Episode? Zweiten Episode, glaube ich. Ne? Dritte war's. Die in der, dritte. In der dritten Episode einen Handlungsstrang hat mit Sam, den gibt es auch in den Comics. Es ist tatsächlich so, dass John Constantine, der ja auch eine Größe im DC-Kosmos ist, im Comic vorkommt. Ich halte das mal kurz in die Kamera. Es geht also um niemanden geringeren als, habe ich natürlich mitgebracht von oben, John Constantine, der britische Magier, der immer so etwas schluffig daherkommt, Kettenraucher ist, dem man eigentlich nicht wirklich vertrauen kann, der so ein bisschen rüde immer daherkommt, aber wie gesagt ein Magier ist und tatsächlich insgesamt auch ein goldenes Herz hat und eigentlich auch das Richtige tut, wenn auch teilweise den falschen Weg dorthin nimmt. Ein Charakter, den ich persönlich sehr, sehr liebe aus dem DC-Kosmos, denn, wie ich ja bereits gesagt hatte, es gibt hier Crossover mit DC-Charakteren im Comic und das Einzige, was in der Serie dann noch geblieben ist, ist tatsächlich der Constantine-Charakter, wo wir seinerzeit mit Smoothie-Seeker und ich ja auch diese Serie geschaut und auch in einem Video kurz angesprochen haben mit Matt Ryan in der Hauptrolle. Wir lieben Matt Ryan als Constantine. Er hat ja leider nur einen Staffel bekommen, hatte nachher noch Gastauftritte in der einen oder anderen CW-Serie, also Legends of Tomorrow zum Beispiel. Und auch ist uns halt sehr gut in Erinnerung geblieben. Wir lieben ihn als Constantine. Ich mag den Charakter Constantine generell gerne. In den animierten Filmen von DC durfte Matt Ryan ja auch den Charakter sprechen. Und jetzt haben sie aber, und da füge ich euch jetzt ein kleines Bild ein, John Constantine halt ersetzt durch Jenna Coleman als Joanna Constantine. So, da habt ihr es gerade gesehen. Und Joanna Constantine ist tatsächlich nicht ganz so weit hergeholt, wie ich dachte. Sie kommt nämlich tatsächlich auch in den Comics vor. Und zwar als der Urahn, die Urahne von John Constantine. Das ist diese Geschichte mit dem Mann, der nicht sterben wollte. Da ist sie tatsächlich auch in den Comics drin. Es ist tatsächlich das Konzept, wird eingeführt bei Sandman, dass die Constantines also ein Geschlecht von Magiern sind, die halt nicht nur John Constantine als neuestes Mitglied haben, sondern auch die in der Vergangenheit schon gewirkt haben und Dream auch bekannt waren. Dream kannte also schon Joanna Constantine aus der Vergangenheit, wie wir aber auch erst später in der Staffel und auch erst später im Comic erfahren. Und sie haben aber tatsächlich die Entscheidung getroffen, den männlichen John Constantine, den wir aus den DC-Comics kennen, ob das nun aufgrund von Rechten oder aufgrund von politischem Messaging geschehen ist, kann ich nicht sagen. Sie haben wahrscheinlich politisches Messaging, da sage ich leider was zu. Aber sie haben den männlichen John Constantine halt in Joanna Constantine gegenderbendet der Stelle. Das ist ja grundsätzlich eine Möglichkeit. Das Problem ist, dass wir den perfekten Constantine schon hatten in Matt Ryan. Und also ich hatte auch Schwierigkeiten mit ihr, aber ich habe das jetzt nicht so schlimm gefunden wie du. Ich bin da natürlich nicht ganz objektiv. Ich liebe den John Constantine-Charakter. Mir hat es wehgetan, ihn nicht in dieser Storyline zu sehen, die mir auch in den Comics sehr gut gefallen hatte. Die Storyline vom Plot her an sich ist fast unverändert in der Serie, nur halt nicht mit demselben Charakter. Und ich muss noch was sagen zu Jenna Coleman. Es hilft nichts. Ich habe nichts gegen Jenna Coleman. Ich hatte Spaß mit ihrem Companion in Doctor Who. Ich habe aber ja vor einer Weile die Victoria-Staffel besprochen, wo ich mir dachte, okay, jetzt guckst du mal, was Jenna Coleman so kann. Und ich habe halt gesehen, wie sie in Victoria an ihre Grenzen gestoßen ist und muss sagen, dass ich sie für eine solide, aber nicht großartige Schauspielerin halte. Und die war zum Beispiel mit der Victoria-Rolle, war sie meiner Ansicht nach, von dem, was ich gesehen habe, einfach überfordert. Kann ich nicht und, so sagen, wenn ich gesehen habe? Ja, nur das, was ich gesehen habe. Ich habe ja nicht weitergeguckt nach der ersten Staffel. Aber sie als John Constantine gesehen, hat mir insofern ein bisschen wehgetan. Wobei ich es verstanden hätte, wenn sie gesagt hätten, okay, wir nehmen jetzt John Constantine, machen dann weiblichen Charakter von, das muss mir jetzt nicht gefallen, aber wir machen da halt einen anderen Charakter von, der halt auch Constantine heißt, auch ein Magier ist. Was mich aber sehr, sehr geärgert hat in der Folge, sonst hätte ich es vielleicht schlucken können, ist die Tatsache, dass Jenna Coleman tatsächlich uns eine drittklassige Imitation vom Original John Constantine gibt. Also mit dem Fluchen, mit dem Rotzigsein, mit dem moralisch Ambivalenten, aber eigentlich das Gute wollend.
Und Entschuldigung, aber das und dann in ihrem sauberen weißen Mäntelchen, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich habe im Internet recherchiert und habe gesehen, dass es durchaus positive Resonanz auf diese Figur gab. Es gab sogar Leute, die sich einen Spin-off mit ihr gewünscht haben. Ich persönlich wäre da raus. Ich muss sagen, für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Versteht aber bitte, liebe Leute, die ihr das jetzt schaut und eine Meinung zu The Sandman wollt, dass das jetzt wirklich sehr subjektiv ist, weil ich ein Constantine-Fan bin und kein Jenna Coleman. Also ich fand es nicht so schlimm wie du, aber ich fand sie hat mich auch nicht überzeugt. Ja, aber ich kenne halt eben auch mit Ryan. Das ist halt der Grund, warum ich da so ein bisschen traurig war. Ja. Aber das ist natürlich nur eine Änderung. Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, wir sind ja im Spoilerteil, dass sie eigentlich mit Ausnahme von 3-4 Charakteren fast alle Charaktere entweder in Herkunft, in Alter oder in Geschlecht verändert haben. So, jetzt nehmen wir mal eine Figur, die du aus den Comics kanntest, die ich nicht kannte, die sie geswappt haben, nämlich die 5. Folge ist meiner Ansicht nach die beste Folge der gesamten Serie. Ich suche ihm das Bild raus. Wir, den Tod, also die Tod in diesem Zusammenhang. Mach mal weiter, ich hab's noch nicht gefunden. Los, rede! Ja, und Tod ist die Schwester von Dream. Und die haben sie halt, die ist eben nicht mehr weiß, sondern schwarz. Und ich fand die Schauspielerin ganz hervorragend. Die passte super in die Rolle. Sieht ganz anders aus. So sieht Tod im Comic aus. Ja. Aber die Schauspielerin hat das so hervorragend gemacht. Also ich fand das überhaupt nicht irgendwie verkehrt. Also ich dachte am Anfang, dass ich es nicht mögen würde. Mhm. Weil ich dachte, ach, warum macht ihr jetzt auch wieder einen Race-Swap? Was soll das? Und muss aber sagen, ich kenne Tod ja auch aus den Comics. Ich muss sagen, sie haben diese Geschichte 1:1 rüber gerettet ansonsten aus dem Comic. Und die Schauspielerin, die jetzt Tod spielt, macht das wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Mein großes Problem bei Joanna Constantine, um dann nochmal den Bogen hinzuschlagen, war ja auch nicht per se, dass sie sie geändert haben, sondern dass es derselbe Charakter sein sollte, aber von Jenna Coleman schwächer gespielt. Und das hat mich so geärgert. Glücklicherweise macht die Darstellerin, die jetzt Tod, also Dreams ältere Schwester, bei der er in dieser Episode Hilfe sucht, spielt, die macht das wirklich so gut, dass ich da kein Problem mit hatte. Es ist auch für mich die 5. Episode, die beste Folge der gesamten Staffel. Wären alle Episoden so gewesen, wäre ich begeistert gewesen. Ja, wobei man vielleicht ganz generell nochmal sagen sollte, dass diese ganze Sache mit dem Swappen von Gender und sowas ja immer so eine Sache ist, warum wird das gemacht, was bringt das der Geschichte? Und das klingt, wenn man das sagt, klingt das immer leicht so ein bisschen, ja, wie ist das gemeint? Sind wir jetzt Rassisten oder so? Oder sind wir Antifeministen? Im Gegenteil, ich bin sehr für Emanzipation, ich liebe starke weibliche Figuren. Aber es kann, bei dieser Serie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sehr viel geswappt haben, einfach nur um des Swappens Willens. Und es bringt eigentlich, es ist eine Message dahinter. Ja, und bei mir ist die es wird so einem, ehrlich gesagt, so ein bisschen ins Gesicht geschlagen. Genau. Und das finde ich persönlich auch als Nicht-Comic-Kenner ein bisschen viel. Es gibt so viele Serien, die machen das wesentlich besser und so viele Filme, die es auch bisher, Age of Resistance, starke Frauencharaktere. Ja. Von vornherein, ne? Und nicht ja, aber diese starken Frauencharaktere existieren in der Geschichte und fügen sich nahtlos in die Story ein. Die Story ist immer am wichtigsten. Ja. Und ich habe halt bei Sandman das Gefühl, dass die Politik, das politische Messaging, die politische Botschaft den Machern stellenweise wirklich wichtiger war als die Geschichte, die sie erzählen wollen. Und darunter leidet persönlich meine Immersion. Wenn ich, und weil ich habe es ja noch schwerer, weil ich ja vom Comic komme und die Charaktere in ihrer Urform kenne, ich komme dann wieder im Charakter, denke ich, wer ist das eigentlich? Wer ist das? Ach, der ist das. Wieso haben sie das denn gemacht? Das haut mich dann immer aus der Immersion raus. Das katapultiert mich mit Lichtgeschwindigkeit aus der Geschichte und ich muss mich erstmal wieder sammeln, um überhaupt wieder folgen zu können. Und wenn es einen aus der Geschichte rauswirft, dann hat es so keine Berechtigung, dann muss es anders gemacht werden. Mhm. Ich bin hundertprozentig für Diversität, aber nicht mit dem Holzhammer, nicht als Gimmick, nicht als Selbstzweck und vor allem nicht zu Ungunsten der Story. Ja, das ist vor allen Dingen auch doof, wenn es in die Richtung swappt, dass man, sobald man einen männlichen, mittelalten Weißen sieht, weiß man schon, oh, das ist der Böse. Ja, klar. Und das ist in dieser Serie mit einer Ausnahme, Dream rechne ich jetzt nicht, weil der ist eine anthropomorphe Personifikation. Natürlich. Ich mag das Wort. Ja. Darf man aber auch nicht zu schnell sprechen, sonst verhaspelt man sich. Und jetzt, es gibt eigentlich nur einen männlichen weißen Charakter, von Dream jetzt mal komplett abgesehen, der kein Idiot ist. Und tatsächlich eine Rolle in der Serie hat, die keine Bösewichtrolle ist. Ich habe noch einen zweiten, aber egal. Er ist ja auch eine anthropomorphe Persönlichkeit, das weiß man aber nicht von vornherein. Ach so, ja, okay, aber... Aber er wird einem als
er wird einem als Person vorgestellt. Also habe ich erst gedacht, er wäre eine Person. Ich wusste ja, natürlich. Nicht. Aber es ist natürlich, ich freue mich natürlich, dass sie Gilbert alias, Achtung Spoiler, Fiddler's Green mit Stephen Fry besetzt haben. Ja, der ist toll. Dem schaue ich ihr natürlich immer gerne zu. Aber eigentlich zählt das nicht so ganz. Nicht wirklich, weil er auch okay. Keine Person ist. Ihr seht also, das kann vielleicht ein bisschen ein Problem sein, wenn man sich generell mit solchen Sachen, wenn die Story in den Hintergrund tritt für politische Botschaften. Aber auch wenn man von der Vorlage kommen, wenn man die Vorlage kennt, ist es für mich persönlich an einigen Stellen schwer gewesen, mich darauf einzulassen. Ich dachte eigentlich ursprünglich, dass wenn man die Vorlage nicht kennt, es wesentlich einfacher ist, die Serie zu mögen. Aber auch du hattest ja teilweise deine Probleme. Damit. Vielleicht auch so ein bisschen Sehgewohnheiten, aber also sobald irgendwelche Nicht-Hetero-Männer auftauchten, sind die übereinander hergefallen. Und das ist wieder so soapig gewesen. Es stoppte die Geschichte. Ja. Es stoppte die Geschichte auch, dass sie alle irgendwie was vom Korinther wollten. Wir haben über den Korinther noch kein Wort verloren, über den Corinthian im Englischen. Ja. Der eigentlich ein sehr cool gespielter Bösewicht war, der im Comic aber wirklich nur eine ziemlich kleine Rolle einnimmt. Hast du mal ein Bild von der Sache mit den Augen? Weil ich mag es eigentlich immer gar nicht mit Augen. Geh mal weiter, ich such mal. Aber ich fand es dann eigentlich auch gar nicht so schlimm, wie sie ihn gestaltet hatten. Ja, aber irgendwie fanden den alle so toll. So, aber ach, das muss der Dämon der sein. Ja, siehst du sowas? Der Dämon, der... wir springen von Hummel zu Bummel, aber egal, ihr kennt das. Ihr kennt die Staffel ja und ihr kennt uns ja. Es gibt diesen einen Dämon, der Dreams Helm erbeutet. Und der hat, finde ich, ein ziemlich fantasieloses Make-up, wenn man bedenkt, wie der im Comic aussah. Nämlich so. Das ist er. Ja, und im Prinzip ist er da... Korinthon. So, und jetzt suche ich mal den Korinthon aus. Er sah so ein bisschen aus wie hier der Typ aus Guardians of the Galaxy, ne? Ich vergesse mal, wie er heißt. Ja, Yondu. Ja, genau. I'm Mary Poppins, y'all. Okay, ich suche ihm, erzähl ihm was. Mach mal hier Pausenclown. Ich werde mal kurz eben gucken, ob ich den Korinther mal finde. Wo ist er denn? Ja, also den Korinther haben sie im Prinzip als Oberbösewicht aufgebaut, der in Comics gar nicht der Oberbösewicht ist, Fragezeichen. Ja, ne, er ist schon ein Bösewicht, das ist ein entkommener Albtraum aus Dreams Reich. Aber er spielt in Comics eine relativ kleine Rolle und in der Staffel ist er quasi der Hauptbösewicht sozusagen, ne? Der eigentlich am meisten Screentime hat. Ich versuche ihn immer noch zu finden. Moment. Ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, eine Veränderung, die sein musste, damit so ein bisschen den allgemeinen Sehgewohnheiten. Ja. Er hat zwar so eine kleine Rolle, dass ich ihn gerade gar nicht finde. Okay, macht auch nichts. Ich guck mal, wenn ich noch finde, sag ich Bescheid. Mach mal weiter. Ich hätte mir allerdings so als Fantasy-Fan mehr so Folgen gewünscht wie diese eine Folge mit dem Tod. Die fand ich einfach, die war tiefgründig, die war fantasievoll, es hat sich, die waren an einigen Stellen auch echt, echt fies. Also ich meine, ich weiß nicht, so als Mutter fand ich das zum Beispiel irgendwie auch fies, dass der Tod dann dieses Baby abholte zum Beispiel. Also das ist eine Art von Horror, die finde ich viel, viel grausamer als irgendwelche zerstückelten Leute. Insofern fand ich diese Geschichte einfach gut. Ich fand auch die Geschichte gut mit dem Typen, der sich dafür entschieden hat, einfach nicht zu sterben, beziehungsweise immer wieder sein Leben zu verlängern, egal was ihm passiert ist. Das war auch ein interessanter Ansatz. Und dann kommen wieder so viele Folgen, wo es dann irgendwie wieder darum geht, wer mit wem und wer wessen Großtochter ist oder so. Möchtest du was über das Make-up sagen? Dass die wisst ihr was, Leute? Ich werde einfach mal ein Bild vom Korinther aus dem Internet raus und einfügen. Ich finde hier gerade nicht so klein, ist seine Rolle. Entschuldigt bitte. So, okay, so. Was wolltest du sagen? Die Soapigkeit von einigen Folgen. Also ich finde es, dass ich an einigen Szenen sehr, sehr gezogen und es war dann immer so Familiendrama, Stichwort, mein Vater liebt mich nicht und meine Großtochter war irgendwie, ist das Ergebnis einer Vergewaltigung und nee, das war irgendwie, hat mir nicht gefallen. Ich finde auch persönlich, dass das Tempo in den Comics besser ist. Yes, und wie gesagt, sie haben mehr Mut. Ich möchte mal ganz kurz auf den Anfang eingehen mit Roderick Burgess und seinem Sohn Alex. Sie haben die erste Episode quasi um Alex zentriert und ihn als guten Charakter aufgebaut. Und eigentlich ist er in den Comics auch nicht viel besser als sein Vater. Er ist zwar am Anfang ein Junge, der so ein bisschen unter dem Einfluss seines Vaters steht und ihm gefallen will, also wie in der Folge, aber im Laufe der Zeit entwickelt er sich ebenfalls zu einem selbstgefälligen Okkultisten, der halt tatsächlich auch Dream gefangen hält, auch aus selbstsüchtigen Motiven. Und der am Schluss, Roderick Burgess stirbt tatsächlich auch an Altersschwäche in der ersten Folge und nicht durch einen quasi Unfall, durch ein Handgemenge. Kriegst du Tantien? Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Copyright-Strike wegen des Comics, aber ich zeige mal ganz kurz, Alex wird nämlich tatsächlich auch anders bestraft in den Comics. Und zwar wird er bestraft durch das sogenannte Eternal Waking, nicht Eternal Sleep. Also er hat einen Albtraum nach dem anderen, wacht daraus auf und träumt dann gleich wieder den nächsten. Also die Strafe ist viel grausamer,
im Comic. Mhm. Und das haben sie alles ein bisschen umgedreht. Das ist nur ein Beispiel, ich meine, das funktioniert als Geschichte, aber es ist ein Beispiel, wie es halt so ein bisschen glatt gebügelt und entschärft wurde, aus meiner persönlichen Sicht. Ja, jetzt habe ich da auch lange genug drum geritten. Was denken wir jetzt insgesamt von der ganzen Geschichte? Ich wollte ganz gerne mal was zu dem Alters-Make-up von der bitte sagen. Beziehungsweise ich sage das mal für dich, weil du hast mir das jetzt tagelang erzählt. Schlechteste Perücke in der Fernsehgeschichte. Ja, wieso nehmen sie nicht einfach eine alte Schauspielerin für eine Rolle, wenn sie eine Schauspielerin sowieso nur in einem Alter zeigen, also nicht alt? Ja. Dann hätten sie doch gleich eine alte Schauspielerin nehmen können. Wieso besetzen sie Unity King Camp mit einer jüngeren Schauspielerin und geben der ein wirklich schlechtes Alters-Make-up? So toll war die schauspielerisch auch nicht. Mhm. Warum besetzt sie nicht gleich mit einer älteren Frau? Das hat sich nicht erschlossen. Muss man diese Schauspielerin irgendwie kennen? War das irgendwie wichtig? Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. Da gebe ich dir recht an der Stelle. Aber das mit der Serial-Con fand ich gut. Die Serial-Killer-Con war cool. Das war cool. Auf jeden Fall. Und das hat auch Spaß gemacht. Da gab es ein paar schöne Ideen. Und ich werde jetzt, wir schwenken also mit Ziel gerade ein und sagen, was wir davon halten. Wir haben im Spoiler-Teil gesagt, dass wir die Serie grundsätzlich weiterempfehlen können. Dabei bin ich auch. Es ist selten, dass im Fantasy-Bereich eine Serie so groß angelegt produziert wird und tatsächlich auch positive Aspekte hat. Ich fange mal an mit der Sache. Bin ich glücklich mit der Geschichte? Nicht ganz. Als Adaption finde ich sie problematisch, wenn ich von den Comics komme. Es gibt viel daran zu mögen. Es gibt viele schöne Sachen. Es gibt wertige, schöne Szenen. Es gibt tolle Schauspielleistungen. Es gibt Sachen, die schön aus dem Comic rübergerettet sind. Es gibt aber auch Sachen, an die ich mich persönlich von der Adaption her störe, die für mich zu glatt gebügelt, zu mutlos sind. Das ganze Geändere von Charakteren hat mich persönlich aus der Geschichte rausgerissen. Es muss nicht für jeden so sein, aber für mich war es so und war für mich ein Negativpunkt. Insofern würde ich sagen, mit einem blauen Auge würde ich es empfehlen. Also es ist interessant anzuschauen, aber wenn man von den Comics kommt, muss man sich klar sein, dass das an vielen Stellen nicht das ist, was ich mir für eine Adaption erhofft hätte. Jetzt kommst du. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall einen Blick wert ist, weil es eben mal etwas andere Fantasy ist. Nicht die klassische Heldenreise, die irgendwo hingeht. Gut, wir haben am Anfang halt diese Suche nach den Gadgets, das ist jetzt nicht ganz so einfallsreich. Aber diese Serie hat sehr viel Potenzial, die Geschichte hat sehr viel Potenzial. Leider stürzt sie für mich an einigen Stellen zu sehr in die Länge oder in irgendwelche Familiengeschichten, die ich gerade nicht so wahnsinnig spannend finde, wo ich jetzt sage, okay, das könnte man jetzt auch ein bisschen kürzer erzählen. Ich fand nicht alle Charaktere gleich gut. Es gibt ein paar wahnsinnig interessante von denen. Ich hätte zum Beispiel gerne mehr von der Bibliothekarin gesehen. Die fand ich gut. Ja, auch natürlich ein anderer Charakter im Buch, ein männlicher Charakter im Buch, hatte ich jetzt aber kein Problem mit, weil genau wie die Schauspielerin von Tod hat Lucienne in der Serie ihre Sache sehr gut gemacht und hat auch eine tolle Chemie mit dem Darsteller von Dream. Die haben ein paar richtig schöne Szenen zusammen, finde ich. Also insofern war ich damit tatsächlich dann auch okay. Ja, aber wie gesagt, also unterm Strich ist es jetzt nicht so, dass mich diese Serie begeistert zurücklässt, sondern ich würde sagen, man kann sie sich ansehen, weil man die Erwartungen nicht zu hoch schraubt. Und ich würde mir ehrlich gesagt eine zweite Season wünschen, ja. Weil ich ganz gerne wissen würde, vor allem, es kommen ja noch ein paar richtig, richtig gute Bücher. Neil Gaiman hat selbst gesagt, dass der erste Band so ein bisschen noch Try and Error war. Da war er auch noch sehr eingebunden in den DC-Vertigo-Kosmos. Da musste er gewisse Auflagen erfüllen, welche Charaktere aus dem Sujet aufzutauchen haben als Cameos. In den späteren Sachen wird Sandman wesentlich eigenständiger, wesentlich individueller. Die Episoden werden auch literarischer und anspruchsvoller. Ich würde gern davon eine gute Umsetzung sehen. Also ich würde bei einer zweiten Staffel tatsächlich jetzt auch wieder am Start sein, trotz aller meiner Kritik. Ich würde allerdings davon abraten, wir haben das jetzt gemacht, weil wir das Video auch machen wollten, ich würde davon abraten, das so hintereinander wegzubinden. Ja, definitiv. Das verwässert so ein bisschen. Lasst euch ein bisschen Zeit zwischen einzelnen Folgen. Im Gegensatz zu uns müsst ihr das ja nicht rezensieren. Wir mussten auch nicht, aber wir wollten gerne. Ja. Ne? Wir wollten gerne. Und nehmt euch so zumindest so ein, zwei Tage Zeit zwischen einzelnen Episoden. Ich glaube, dann wirkt das besser. Da würde ich dir recht geben. Ja. Gut, Leute, das waren unsere Gedanken zu The Sandman. Wir sind natürlich auch sehr gespannt auf eure. Schreibt uns mal, habt ihr The Sandman gesehen oder habt ihr das noch vor? Nach diesem Video vielleicht nicht mehr oder jetzt gerade. Was haltet ihr davon? Seid ihr derselben Meinung? Kennt ihr vielleicht auch die Comics und könnt ihr diesen Vergleich anstellen? Ich wäre sehr gespannt da auf eure Meinung. Und ja, an der Stelle, glaube ich, hören wir erstmal auf, ist lang genug. Das waren so unsere Eindrücke und ich danke euch, wir danken euch vielmehr für eure Aufmerksamkeit und sagen natürlich gerne am Schluss, wenn auch schwitzend, keep seeking!